Guten Morgen, Henne. Ja, mir geht's gut. Ist ja momentan ein wichtiges Wort in dieser Situation, in der wir uns befinden. Ja, schönen Dank für die Einladung. Freut mich. Schön, dass wir es hingekriegt haben. Hat auch ein bisschen länger gedauert, glaube ich. Hat ein paar Anläufe gebraucht, aber jetzt sitzen wir hier. Ganz ehrlich, das hier ist heute mein erstes Spiel. Ich war immer der Auffassung und der Meinung, entweder alle oder keiner. Geisterspiele habe ich ja natürlich vor dem Fernseher verfolgt, wie 100% andere der Leute. Heute bin ich tatsächlich echt mal gespannt, was sich so ergibt. Ich lasse das mal so ganz langsam auf mich einwirken. Diese ganzen Eindrücke, diese, ich glaube, schon neuen Eindrücke, die mich da begleiten werden. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil es was ganz Neues auch für mich ist. Ich komme aus der Zeit des Parkstadions, ja, wo ich samstagmorgens aufgewacht bin, vielleicht noch leicht verkatert, in den Himmel geguckt habe, blauer Himmel, kurz ein Telefonat geführt und dann wurde gesagt, ja komm raus, dann fahren wir los. Stellen wir uns an den Nord, holen uns gerade eine Karte für 8 Mark und gehen an ins Stadion. Dass das natürlich nicht mehr so ist, wissen wir auch, aber ich glaube jetzt nach dieser ganzen Corona-Zeit hat sich das alles noch mal mehr gewandelt. Und wie gesagt, es ist heute tatsächlich mein erstes Spiel während dieser Pandemie. Und ich bin mal gespannt. Für mich gelernt, dass Fußball nicht alles ist. Dass es mehr das Zwischenmenschliche ist. Worauf man mehr Aufmerksamkeit setzen sollte. Denn, ja, wie wir es eben auch schon im Vorfeld schon mal kurz angerissen hatten, die letzten Jahre gingst du ins Stadion, um deine Freunde zu treffen. Und das ist komplett ausgeblieben. Ja, das Zwischenmenschliche, die Freundschaften, die geschlossen worden sind im Stadion, natürlich auch über, also ich bin Vorsitzender des Fanclubs bei uns in Enger. Das bleibt halt alles aus. Ne? Dieser, ja, im Prinzip dieses Kollektiv, was sonst eigentlich gesetzt war an Wochenenden, bleibt halt einfach aus. Alle 2 Wochen das Kollektiv in deinem Block, meine Dauerkarte in der Südkurve. Mit den ganzen Leuten drumherum, wo sich halt über die Jahre halt einfach wirklich eine gute Freundschaft entwickelt hat. Das ist halt nicht mehr. So, und daraus muss ich halt einfach sehen, dass mir das im Prinzip wirklich gefehlt hat. Und da bin ich mal gespannt, was jetzt noch so kommt. Grundsätzlich, wenn ich es mal auf mein Berufsleben noch herunterbreche, habe ich da überhaupt nichts auszustehen gehabt. Ich konnte nach wie vor ganz normal durcharbeiten, hatte da überhaupt keine Probleme. Zum Glück. Aber ja, wie gesagt, so einfach diese Freundschaften zu pflegen. Einfach mal gerade irgendwo hinfahren, auf eine Feier und einfach Spaß haben. Das gab es ja alles nicht. Banale Dinge. Vielleicht auch einfach mal kurz ins Restaurant zu gehen. Einfach mal mit seiner Frau und seinem Kind ins Restaurant zu gehen und einfach zusammen zu essen. Das genießt man oder habe ich genossen. Wie gesagt, das wird ja momentan wieder ein bisschen schwieriger, denke ich.
Aber das ist wirklich so, was ich genossen habe. Auch wir hatten ja jetzt anderthalb Jahre wirklich auch Fanclub-Sitzungen, die gar nicht stattgefunden haben. Und wir hatten beim Spiel gegen Hansa Rostock, hatten wir dann an dem Tag eine Fanclub-Sitzung einberaumt. Wie gesagt, keine großen Tagesordnungspunkte, einfach Zusammenkommen des Fanclubs, der Fanclub-Mitglieder, treffen bei Pizza und Bier und mit anschließendem Fußball gucken, Schalke 04 oder Hansa Rostock gegen Schalke 04. Da habe ich dann auch wieder gemerkt, wie wichtig das den Leuten ist. Ja, dass die Leute irgendwie auch ein Stück weit dann mal wieder eine andere Anlaufstelle haben. Nicht nur irgendwie die eigenen vier Wände, das gleiche Gesicht, mit dem du auch warst, am Essenstisch sitzt mittags, Abendbrot isst und wieder ins Bett gehst. Vielleicht auch mal einfach mal irgendwie eine andere Hackfresse, die dir gegenüber sitzt und mit dem du einfach mal ein bisschen Scheiß redest. Belangloses Zeug und vielleicht nicht gerade mal das Thema Corona aufgreifen musst. Weil, dass du einfach mal wieder, ja, mal ein bisschen wieder zurückfährst. Oder von diesem ganzen Corona-Scheiß. Ich bin Schalker. Ja, da gibt es ja diesen schönen Spruch. Ja, das wurde ja mit in eine Wiege gelegt. Ja, warum bin ich Schalker? Weil ich es kann. Nein. Ja, das ist der Erziehungsberechtigte. Mein Vater, seines Zeichens. Ich, die Frucht seiner Lenden, hat natürlich dieses legendäre 6:6 von Schalke 04 gegen Bayern München miterlebt live, wo der Stern von Olaf Thon aufgeht. Ich glaube, das waren einfach, sind einfach so prägende Ereignisse, die dich dann halt, wie schon gesagt, prägen und die dich dann weiter begleiten. Und mein Vater hat das dann halt nicht losgelassen, ist dann hier immer nach Schalke gefahren. Und da lag es dann natürlich auch nahe, dass ich als Sohn dann mal irgendwie mit ihm ins Stadion fahre. Mhm. So, und mein erstes Spiel war mit 11 Jahren. Wie gesagt, auch da hatten wir eben schon drüber gesprochen. Wattenscheid 09, zweite Liga. Welche Ironie. 72.000 im Parkstadion. Und ja, das, ich, an das Spiel an sich kann ich mich nicht mehr erinnern, sagt mein Vater auch heute. Das Spiel war dir eigentlich scheißegal, Lennart. Du hattest nur Augen für die Nordkurve. Und das war halt auch für mich das, dieses prägende Ereignis, wo ich dann halt gesagt habe, Mensch, boah, Tausende von Leuten, das kannte ich ja gar nicht. Ja? Ich komme aus Ostwestfalen. Ist jetzt von einer Millionenmetropole ziemlich weit weg. So, ich komme aus einem kleinen verschlafenen Dörfchen, bin aufgewachsen in Bad Düttingdorf. Ich glaube, wir haben mehr Kühe als Einwohner gehabt damals. Wohne mittlerweile in Werther. Da gibt es schon ein paar mehr. Aber dann kommen auf einmal 72.000 Zuschauer auf einen Haufen. So, mein Vater sagt es noch wie heute, ich werde es nicht vergessen, als ich dich an der Hand hatte und wir gehen ins Stadion. Ich habe diese Hand von meinem Vater so fest gedrückt, weil ich das noch nicht so richtig greifen konnte. Und wurde dann natürlich auch ausgestattet. Ich wollte natürlich unbedingt eine Fahne haben, habe ich natürlich eine Fahne gekriegt, ganz klar. Aber dann war dieser Blick eigentlich weniger auf das Spielgeschehen unten auf dem Rasen, sondern dieses Drumherum hat mich einfach begeistert und fasziniert und hat mich auch nicht losgelassen. Ne? Diese Nordkurve in blau und weiß gehüllt, dann diese Tröpfchenfänger, die dann irgendwie hochgeworfen worden sind, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ja? Diese ganzen tausenden Fahnen, die da geschwenkt werden, das fand ich einfach toll. Und das hat mich fasziniert und das hat mich, ja, hat mich auch bis heute nicht losgelassen. Und darum bin ich halt Schalker. Mein erstes Mal, ja, Wattenscheid 09, 72.000. Ich weiß gar nicht, wie wir gespielt haben. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, wie gesagt, ich weiß nur noch, Wattenscheid 09. Ich glaube, da hat
war das diese Sache mit Maurice Banach, wo Maurice Banach dann auch bei Wattenscheid gespielt hat, ist dann nach Köln gewechselt und im Nebelspiel gegen Köln, nach dem Spiel, hat sich Maurice Banach irgendwie an den Pfosten gewickelt. Ich glaube, so war es. Ich meine, Maurice Banach war da noch. Bin mir nicht ganz sicher. Man kann mich auch steinigen, ich weiß es nicht genau. Aber es war auf jeden Fall Wattenscheid 09. Erstes Spiel, 72.000. Erbsensuppe, Fahne, Schal, rein, Gegengerade, Blick rechts, Nordkurve. Grandios. Ja, habe ich heute noch drauf geguckt, auf so eine kleine Choreo. Habe ich bei mir im Schlafzimmer Leben, Lieben und Leiden. Ich glaube, das trifft es tatsächlich am besten. Ich liebe dieses Ding. Ich liebe wirklich Schalke. Ich liebe Schalke. Es ist so, das hat mich auch wie oft man mir auch Knüppel irgendwie seitens des Vereins irgendwie zwischen die Beine geworfen worden sind oder der Mannschaft oder hier oder da oder dies Magentreffer und hier hat mich die Liebe halt nicht zurückgeschmissen. Und Leiden, ja, das kennen wir ja nun alle, oder? Im Stadion findet man mich auf der Südkurve. Im Block S5, Reihe 8, direkt am Gang. Da findet man mich. Wer mir gerne ein Bier ausgeben möchte, kann da gerne hinkommen. Mein erstes Fazit, vielleicht ruder ich mal ein bisschen zurück. Ich fand diesen Abstieg, ja, war natürlich schlimm, war auch dramatisch, aber ich habe mich relativ schnell mit abgefunden, weil du warst der verdienteste Absteiger der letzten 30 Jahre. Das musst du halt mal einfach für dich selber so ganz klar für dich einordnen. Und das war auch so. Und ja, und ganz ehrlich, ich finde diese zweite Liga gar nicht so ungeil. Ja, einmal mit den Vereinen, die da drin sind. Mein Gott, Henne, was wäre los gewesen, wenn wir alle ins Stadion hätten können? Auswärtsfahrten. Was für geile Auswärtsfahrten. Hansa Rostock, Dynamo Dresden, Nürnberg, Werder Bremen, Hamburg, St. Pauli. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und dann auch einfach so ein paar Stadien dabei, die du halt überhaupt nicht kennst. Ja? Heidenheim, Sandhausen. Aber auch geil irgendwie. Deswegen, ich finde diese zweite Liga gar nicht so ungeil. Und wenn man es mal aufs Fernsehen gucken runterbrechen will, ich brauche nur ein Abonnement. Und ich brauche kein Studium, weil ich weiß nicht, wann ich freitags welchen Sender ich einschalten soll. Was muss ich machen, wenn ich Samstag gucken will? Oh mein Gott, Sonntag ist ja auch noch ein Spiel. Muss ich da vielleicht noch mit Copernicus reden? Deswegen, ja, Resümee der ersten, für mich als Fan der ersten Monate gar nicht so ungeil. Sportlich gesehen hätte es natürlich besser laufen können. Hast aber wieder Punkte liegen lassen. Aber gut, nehme ich so hin. Ich hoffe einfach nur, dass da mal eine vernünftige Mannschaft draus wächst. So wie ich gehört habe, ist der Spirit innerhalb der Mannschaft ja ganz gut. Gut, habe ich auch von anderen Mannschaften schon gehört, in der Vergangenheit, wo der Spirit ganz gut gewesen sein soll. Die Quintessenz haben wir ja letztes Jahr gesehen. Ja, ansonsten sportlich, naja, für mich als Fan gar nicht so ungeil. Ja, ich bin ganz klar, viele quatschen mich auch voll. Was hältst du von der Ausgliederung? Ich halte überhaupt nichts von der Ausgliederung.
Für mich ist ein Fußballverein ein Verein der Leute, der Menschen, die diesen Verein lieben und leben und leiden. Und sollte nicht von Investoren übernommen werden. Aber wenn ich jetzt sehe, dass beispielsweise in Newcastle so eine Scheichmafia dahinter sitzt, wo die Leute jetzt auf einmal alles ganz toll finden und in Scheichkostümen irgendwie nach Newcastle rennen, ich weiß es nicht. Also, bitte nicht. Also, ich halte überhaupt nichts davon. Ich möchte das auch nicht. Ich bin ein ganz klarer Verfechter des e.V.s. Dabei bleibe ich auch, weil ich finde, ich als Mitglied habe dann noch bestimmte Möglichkeiten, habe meine Stimme, wo ich mich im Prinzip in den Verein mit einbringen kann. Und das würde mir genommen werden, wenn es zu einer Ausgliederung kommt. Denke ich. Verpasstes Spiel. Es war einmal das Pokalfinale gegen Duisburg. Da konnte ich leider nicht mitmachen, weil ich da selber einen Auftritt hatte mit unserer Theatergruppe. Dafür bezahlt die Theatergruppe übrigens heute immer noch an mich für dieses verpasste Spiel. Schmerzensgeld etc. weiß, was ich meine. Allerdings auch das Auswärtsspiel damals im UEFA-Pokal gegen Brøndby Kopenhagen, wo wir mit dem Fanclub damals eine Reise organisiert hatten. Da konnte ich leider nicht dran teilnehmen, aufgrund von Berufstätigkeit. Klar, da gab es auch Schmerzensgeld von Lohnzahlung, ist aber mittlerweile auch nicht mehr mein Arbeitgeber, also von deswegen selber schuld. Wiedererleben, da gibt es auch so viele. Darf ich mehrere nennen? Ach, Alter, du bist so gut heute. Dann nenne ich mehrere. Also klar, natürlich der UEFA Cup Sieg. Das würde ich auf jeden Fall nochmal gerne wiedererleben. Ein Derby mit meinem Vater. Das Ding ist so skurril. Also eigentlich ist ein abendfüllendes Programm, aber ich reiß es mal kurz an. Mein Vater hat damals noch gearbeitet in Bielefeld bei einer Firma, die hat einen Kunden aus der verbotenen Stadt und es war halt Derby-Zeit. So, mein Vater hatte versucht, Karten zu kriegen und konnte sich mit diesem Arbeitgeber da ganz gut. Und 2 Stunden später rief er auch an und sagte, hier, während... ich habe 2 Karten für dich, schicke ich dir vorbei. Ja. In dem Moment rief mein Vater mich natürlich auch an, sagte, Lennart, wir fahren zum Derby. Ich sage, geil, super. Mhm. Ich sage, ja, welche Karten hast du denn gekriegt? Sag mal den Block. Ja, Block so und so. Ja, Stadion geguckt, Stadionplan, im Gästebereich, die Nummer, nicht. Mein Finger wanderte immer näher über die Haupttribüne, auf die Südtribüne. Dann habe ich den Block gefunden, direkt Südtribüne, Stehplatz, Sitzplatz, direkt daneben. Ich habe meinen Vater wieder angerufen und gesagt, Daddy, die Karten können wir nicht nehmen. Wieso? Ich sage, ja, hast du mal angeguckt, wo wir sitzen? Nee, warum? Ich sage, ja, wir sitzen auf der Südtribüne. Weißt du, was da passiert? Also wir kommen vielleicht hin, aber zurück? Schmale Gratwanderung. Ach, sagt er, pass auf. Da fahren wir hin, zeigen Flagger, nehmen 3 Punkte mit und fahren wieder nach Hause. Was ist mit dir los? Ich sage, okay. Und mich hatte schon so ein leichtes Grummeln in der Bauchgegend. Naja, wir treffen uns dann halt vom Stadion an dem Spieltag mit ein paar anderen Leuten. Die machten dann ihren Weg in den Gästebereich klar. Und wir sind dann Richtung unserer Plätze gegangen. Und dieses Blau verschwand immer mehr in diesen hässlichen Schwarz-Gelb, bis wir dann die einzigen zwei blau-weißen Punkte irgendwie waren. Mussten dann hoch, man beäugte uns schon, wir hatten relativ schnell unsere Plätze aufgesucht oder den Block.
dann sagt, pass auf, ich gehe gerade noch mal pinkeln, komme gleich wieder. Mein Vater blieb draußen, ich rein, kam Stadionordner, stellte sich neben mir hin, ausgepackt, begrüßte mich, guckte wieder in die Schüssel, erstarrte, guckte mir an, sagte, was willst du denn hier? Sehr, Derby, was soll ich machen? Ja, aber doch nicht so! Der sagt, einpacken. Ich sage, ja, Hände waschen, gibt's nicht, raus, mitkommen. Gehe mit ihm raus, mein Vater schon umzingelt von 10 anderen Ordnern. Dann wurden Telefonnummern ausgetauscht, hier, ruf den mal an. Dann kam so ein Typ, irgendwie Schlips und Krawatte, hatte noch so ein Schnitzel im Mundwinkel hängen. Ja, sagte der, dann zieht eure Jacke ein bisschen hoch, dann setzt ihr euch da hin und verhaltet euch ein bisschen ruhig. Mhm. Der Ordner dann wieder, geht nicht, irgendwie geht nicht. Nochmal 10 Ordner rangerufen. Da hatte jeder von uns 10 Ordner, hatte ich auch noch nie. Sind dann in diesen Eingangsbereich von dem Block gegangen und dann kamen natürlich schon die ersten Sprüche. Sollen wir das machen oder macht ihr das? Wollen die mit 10 rein und auch mit 10 wieder raus oder wollen die überhaupt wieder raus? Mhm. Und dann merkte auch mein Vater, dass es jetzt so ein bisschen kribbelig wurde. Dann kam aber jemand vom Fanprojekt Dortmund und sagte, hey, ihr müsst euch diese Karten tauschen lassen. Ihr hier oben nicht rein. Da habe ich heute Nachmittag 2 Tote. Das geht nicht. Weg. Gut, wir zur Clearingstelle hin und her, noch diskutiert wie blöde. Hatten wir dann zum Glück 2 Stehplatzkarten für den Gästebereich gekriegt. Schalke schießt das 1-0. Mob rastet natürlich völlig aus. Mein Vater wird leicht vor so einem Wellenbrecher gedrückt mit der Rippe. Sagte, Ich sag, was ist los? Wir führen 1-0. Ja, aber ich habe hier so ein bisschen Aua. Ich sag, pass auf, Kollege. Wenn wir da oben jetzt gesessen hätten, dann hättest du, dann wäre deine Rippe das kleinste Problem gewesen. Und das war einfach so ein einschneidendes Erlebnis. Gebe ich gerne immer so zum Besten. Das war wirklich so ein Erlebnis, wo ich sage, das war richtig geil. Also das hatte alles. Von Achterbahn die ganze Woche, hoch, runter, dann zusammen mit meinem Vater. Total cool. Das würde ich auf jeden Fall nochmal machen.